Der FC Bayern München steht vor einem wichtigen Spiel in der Champions League. Am Dienstagabend muss der deutsche Rekordmeister bei AEK Athen antreten. Am vergangenen Wochenende hat das Team von Trainer Niko Kovac durch den 3:1 Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg nach zuvor 4 sieglosen Spielen in Folge wieder in die Spur gefunden. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf RZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Für das Duell in der Königsklasse sind allerdings noch nicht alle Personalien geklärt. Sicher ist, dass Frank Ribéry nicht mit dabei sein wird. Der Franzose muss wegen einer Wirbelblockade passen und ist in München geblieben. Hinter dem Einsatz von David Alaba steht noch ein großes Fragezeichen. In der Innenverteidigung ist auch noch nicht klar, wer auflaufen wird, aber nicht, weil es Verletzungssorgen gibt, sondern weil das vermeintliche Stammduo schwächelt und Niklas Süle sich immer mehr zur Nummer 1 in der Bayern-Defensive mausert. Mehr zu seiner Situation gibt es ein Stück weiter unten. Außerdem machten am Montagmorgen Gerüchte die Runde, dass der FCB an Nabil Fekir von Olympique Lyon interessiert sei. Alles, was beim FC Bayern München am heutigen Dienstag wichtig ist, erfahrt ihr an dieser Stelle. FC Bayern News, sie haben ihr Pulver verschossen. Ex-Nationalspieler Steffen Freund, 48, sieht nach dem verbalen Rundumschlag der Bayern-Chefs Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß am vergangenen Freitag Probleme, auf den deutschen Rekordmeister aus München zu kommen. Bayern werden noch einmal in eine Krise kommen und dann haben sie ihr Pulver bereits verschossen. Was wollen sie machen, wenn es wieder mal nicht läuft, sie in der Champions League nicht weit kommen, sagte Freund bei 100% Bundesliga. Fußball bei Nitro, es ist relativ früh in der Saison und mehr können sie nicht machen. Der Europameister von 1996 hat eine Doppelmoral beim FC Bayern ausgemacht. Immerhin sei durch das 3:1 in Wolfsburg der Negativtrend vorerst gestoppt worden. Sie haben bewirken wollen, dass die Mannschaft reagiert, das haben sie geschafft. FC Bayern, Niklas Süle mausert sich zum Innenverteidiger Nummer 1, während seine beiden Innenverteidigerkollegen mit Kritik bedacht werden. Mausert sich Niklas Süle zur Nummer 1 in der Bayern-Defensive, abgesehen von der generellen Kritik an der medialen Berichterstattung UA. Widerlich, sowie der spezifischen einer Leistung des ehemaligen Angestellten Juan Bernat Scheißdreck. Im vergangenen April ging es dem Führungsduo des FC Bayern München zuzüglich Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei der denkwürdigen Pressekonferenz am vergangenen Freitag bekanntlich auch um die Verteidigung der eigenen Spieler. In diesem Zuge sah sich der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge genötigt, Boateng und Hummels zu schützen. Wenn ich über unsere beiden Innenverteidiger Jerome Boateng und Mats Hummels, Altherren Fußballer, lesen muss, dann kann ich nur mehr eines sagen, geht's eigentlich noch. Was auch immer ging oder auch nicht unerwähnt blieb bei Rummeniges Verteidigungsplädoyer im doppelten Sinne der dritte namhafte Innenverteidiger des Clubs, Niklas Süle. Es lag vermutlich daran, dass Rummenigge, anders als über Boateng und Hummels, über Süle nichts lesen musste, was er nicht wollte. Was seinerseits daran liegen könnte, dass es bei ihm anders als bei den beiden anderen einfach keinen Anlass zur Niederschrift von Worten gab, die Rummenigge nicht lesen wollte. Weiterlesen? Dann einfach hier klicken und ihr gelangt zum kompletten Text mit dem Titel Niklas Süle beim FC Bayern München, Markteroberung mit offenen Schnürsenkeln. FC Bayern München bei AEK Athen, die voraussichtlichen Aufstellungen in der Champions League. Im Dienstagabend trifft der FC Bayern in der Champions League auf AEK Athen. Goal hat alle Infos zur voraussichtlichen Aufstellung der Münchner. Sobald sie verfügbar sind, erfahrt ihr sie ebenfalls im entsprechenden Artikel. FC Bayern News, David Alaba gegen Athen fraglich. Rekordmeister Bayern München muss im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag bei AEK Athen 18:55 Uhr im Live-Ticker womöglich auch auf Außenverteidiger David Alaba verzichten. Der Österreicher hat nach seinem Muskelfaserriss noch muskuläre Probleme. Hier geht's zur ganzen Meldung.
FC Bayern bei AEK im Livestream und TV sehen. Hier erfahrt ihr, wie es geht in der Champions League, trifft der FC Bayern München auf AEK Athen. In einem separaten Artikel auf Goal wird erklärt, wo das Spiel live im TV und im Livestream zu sehen sein wird. CL-Partie bei AEK Athen, Ribéry muss passen. Bayern München muss im Champions-League-Spiel bei AEK Athen am Dienstag auf Franck Ribéry verzichten. Der 35 Jahre alte Franzose fehlt wegen einer Wirbelblockade. Das teilten die Münchner am Montagmorgen kurz vor dem Abflug in die griechische Hauptstadt mit. FC Bayern beobachtet offenbar Nabil Fekir. Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Nabil Fekir von Olympique Lyon. Das berichtet der Kicker. Demnach soll Chef-Scout Laurent Brassard den französischen Weltmeister Anfang Oktober bei einer Partie vor Ort beobachtet haben. FCB-Legende Breitner kritisiert PK der Bayern-Bosse, deprimiert. Der frühere Nationalspieler Paul Breitner ist nach der viel diskutierten Pressekonferenz der Bosse von Bayern München fassungslos. Ich bin nach wie vor deprimiert, weil ich mir nie vorstellen konnte in 48 Jahren, die ich mit oder am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt. Dass er diese Schwäche zeigt, sagte Breitner bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk. Dem Weltmeister von 1974 stieß vor allem der Auftritt seines Freundes Uli Hoeneß am vergangenen Freitag sauer auf. Karl-Heinz Rummenigge kommt vorbereitet da rein, bringt das Grundgesetz vor und 10 Minuten später tritt er neben ihm dieses Grundgesetz mit Füßen, sagte er. Verbalattacke auf Bernhard Starke verteidigt Hoeneß. Dem Starke glaubt, dass Uli Hoeneß bei dessen Aussagen über den ehemaligen Bayern-Spieler Juan Bernhard falsch verstanden worden ist. Der ehemalige Keeper und aktuelle Torwartkoordinator des Nachwuchsleistungszentrums des FC Bayern verteidigte Hoeneß. Uli Hoeneß ist bei dieser Aussage ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, sagte Starke gegenüber Emerson. Ich glaube, seine Intention war es nicht, sich gegen Juan Bernhard zu äußern, sondern Stellung zu nehmen zur Kritik an der Personalpolitik des Vereins. Juan Bernhard reagiert auf Kritik von Bayern-Präsident Hoeneß. Den spanischen Linksverteidiger Juan Bernhard lässt die harsche Kritik von Bayern-Münchens Präsident Uli Hoeneß kalt. Ja, ich habe davon gehört, aber ich habe darüber nichts zu sagen. Mir wurde schon als Kind beigebracht, dankbar zu sein, sagte der 25-Jährige von Paris Saint-Germain nach dem 5:0-Erfolg am Samstag gegen SC Amiens. Hoeneß hatte am Freitag den im Sommer nach Paris transferierten Bernhard angegriffen und diesen bescheinigt, im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla 2:1 in der vergangenen Saison einen Scheißdreck gespielt zu haben. Danach sei die Entscheidung gefallen, den Iberer am Ende der Spielzeit abzugeben. Bernhard war in diesem Match der Königsklasse zur Halbzeit ausgewechselt worden. Mehr zum FC Bayern München.